Ganz herzliche Grüße, meine lieben Zuschauer. Ja, ich begrüße euch zu meinem heutigen Special. Und zwar geht es um den Mondknoten, um die Wanderung vom Mondknoten vom Zeichen Löwen in das Zeichen Krebs. Und vielleicht habt ihr ja schon einige Videos euch angeschaut zu diesem Thema von unseren anderen Astrologen. Und ich möchte euch natürlich von meiner Seite auch nochmal einige Informationen dazu vermitteln. Ja, der Mondknoten selbst ist keine Planetenenergie. Es handelt sich hier um die Schnittpunkte der Umlaufbahn des Mondes mit der Umlaufbahn unserer Erde. Und man unterscheidet da den aufsteigenden Mondknoten, der auch der nördliche Mondknoten genannt wird, und den absteigenden Mondknoten als den südlichen. So, und man sagt, dass dieser Mondknoten unser Karma beschreibt. Im Persönlichkeitshoroskop gibt er uns im nördlichen Bereich die Richtung an, in die es in unserem Leben mit unserer Seele gehen soll. Wohin sollen wir uns entwickeln? Im südlichen Bereich des Knotens zeigt es uns, was wir bereits können, was wir auch schon vertraut mit uns verbinden können, worauf wir uns verlassen und natürlich worauf wir manchmal immer wieder zurückverfallen können, wenn es uns ein bisschen schwerfällt, die neue Richtung anzugehen. Aber das heißt ja immer so schön, in der Entwicklungsphase kommen wir in unsere Lebensaufgabe, dann helfen uns alle Elfen und Feen dabei, in diese Richtung vorwärts zu kommen. Es geht jetzt hier darum, den fehlenden Teil, den nördlichen Mondknoten zu entwickeln und damit eine Synthese zwischen beiden zu finden. Man sagt auch, dass die im Persönlichkeitshoroskop das unsere Lebensaufgabe direkt bezeichnet. Und da es natürlich ein Leben lang geht, heißt es, es bleibt immer irgendetwas noch zu tun. Und es wandert nun unsere Mondknoten-Lebensaufgabe am 6.11., also heute, um 19.09 Uhr in den Mondknoten-Sternzeichen-Bereich Krebs. So, und damit sind natürlich ganz besonders unsere Krebse angesprochen. Unterstützt werden auch die anderen Wasserzeichen wie die Fische und die Skorpione, auch die Erdzeichen, Stiere und Jungfrauen. Und besonders interessant ist es natürlich auch für die Steinböcke, weil ja die Steinböcke nun lernen dürfen, mit ihren Gefühlen erst einmal sich mehr auseinanderzusetzen, die Angst davor zu verlieren. Und dieser Mondknoten im Krebs steht natürlich jetzt zu dem Steinböcken in einer herausfordernden Position, also einer kreativen Spannung, wo auch immer wieder dort etwas getriggert wird. Die Lernaufgabe im Mondknoten Krebs besteht darin, die Gefühle anzuerkennen, sich selbst gegenüber, natürlich auch seinen Mitmenschen gegenüber. Und es geht darum, sie zu leben, zu zeigen, unabhängig von irgendwelchen Bewertungen. Einfühlungsvermögen gehört dazu, gegenüber seinem Umfeld dieses Entwickeln lernen, sich mit dem anderen auseinanderzusetzen. Und es geht natürlich auch um das Umsorgen, das Unterstützen in vielerlei Hinsicht. Allerdings kann dieses Umsorgen und Unterstützen erst dann wirklich richtig funktionieren, wenn man gelernt hat, seine eigenen Bedürfnisse bewusst wahrzunehmen. Und hier geht es natürlich auch darum, für seine eigenen Bedürfnisse Sorge zu tragen, seine eigene Sicherheit und seine eigene Geborgenheit in sich zu finden. Und es heißt auch, sich nicht zu verstecken, wenn es um Emotionen oder um die Berührung der inneren Seelenmuster geht. Es macht sicherlich ein Stück Arbeit. Es ist auch vielleicht ein bisschen anstrengend, weil ja Dinge vielleicht aufgewühlt werden können, die man am liebsten gar nicht betrachten möchte. Aber es macht uns ehrlicher im Umgang miteinander und es verschafft uns natürlich auch diesen Wunsch nach Zugehörigkeit und nach dieser Geborgenheit. Und das betrifft sowohl den ganz persönlichen Bereich im familiären Umfeld und auch den gemeinschaftlichen Bereich unser gesellschaftlicher größerer Rahmen. Was dürfen wir lernen und was dürfen wir loslassen? Ein wichtiger Punkt ist natürlich das Bedürfnis hier, die Kontrolle dringend behalten zu müssen.
Es ist auch oft verbunden mit seiner eigenen festgelegten Zielvorgabe. Oft ist das natürlich genau das, was uns führt, uns lenkt, ein Ziel. Und das ist auch in Ordnung. Was etwas kontraproduktiv ist, ist immer das, wenn man in eine Zielfixierung verfällt, weil damit oftmals die Empathie auf der Strecke bleiben kann, weil man gar nicht mehr bemerkt, dass einem selber hier irgendwo etwas abhanden gekommen ist. Und man lernt und hilft sich dabei sehr selber, wenn man bei seinen Gefühlen bleibt, bei seinen Ängsten bleibt und sich in das Thema, mit dem man gerade beschäftigt ist, auch emotional hineinbegibt. Das macht unglaublich authentisch. Ja, oft ist es auch so, dass hier Statussymbole erhalten bleiben sollen. Man wünscht sich natürlich, und das ist in vielerlei Hinsicht ganz normal, weil es unser Umfeld immer irgendwo so gelebt hat, den Respekt von der Außenwelt haben zu wollen, diesen Statussymbole aufrechterhalten zu müssen. Und viele glauben eben halt, dass man dadurch mehr gesellschaftliche Akzeptanz erhält oder behalten kann. Es geht aber jetzt hier darum, diese Masken abzulegen und ehrlicher zu sein. Einmal wieder sich selbst gegenüber und seinem Nächsten gegenüber. Und das heißt natürlich auch, eine gewisse Verletzlichkeit zuzugeben. Und das macht in vielerlei Hinsicht menschlicher. Und wenn wir jetzt mit dem Mondknoten im Krebs uns hierhin bewegen, dann heißt es auch, je wahrhaftiger der Krebsmondknoten ist oder bleibt, auch mit seinen eigenen Unsicherheiten sich verbindet, umso mehr kommt er in seine eigene Kraft. Und im gesamtgesellschaftlichen Bereich beschreibt es unsere Volksseele. Ja, auch hier betrifft es natürlich Unsicherheiten. Unsicherheiten sollen hier überwunden werden und eine ehrliche Hinwendung zu dem gefunden werden, was wirklich ist, was uns wirklich umgibt und was also gerade geschieht. Das heißt, der Wahrheit ins Auge schauen zu lernen. Und deswegen ist es auch ganz interessant, hier mal die Talente von unserem Krebsmondknoten noch einmal genauer herauszustellen. Hier wird die Mütterlichkeit besonders in Betracht gezogen. Auch im größeren Rahmen ist es die Mutter Erde. Sowohl physisch die Mütterlichkeit herauszulassen, physisch, emotional und natürlich mental, was die geistige Beschaffenheit zu tun hat oder dieses Umsorgen für andere und für sich selbst. Berufe, besondere Berufe sind da sehr angesprochen, wie die Nahrungsmittelindustrie, die Versorgung im größeren Rahmen, die Herstellung natürlich von Nahrungsmitteln im der gesamte Restaurantbereich, die Gastwirtschaften, Hotels, die Wohnindustrie gehört da dazu, also Immobilien, der Haushalt, natürlich auch der äußere Bereich des Wohnens, des Wohlfühlens, Investitionen zum Beispiel auch in das besondere Umfeld, in dem man lebt. Dann der gesamte soziale Bereich gehört da dazu. Der Bereich der Erziehung und auch der Ausbildung, der Weiterbildung gehört hier auch mit rein. Ja, und es geht natürlich hier um diese emotionalen Kontakte und die Menschlichkeit miteinander. Gesellschaftlich ist das Bedürfnis des eigenen Volkes da mit zu betrachten, sich mit einem gesellschaftlichen, größeren Rahmen zu identifizieren, der mit gemeinsamen Interessen zusammenhängt. Man spürt mehr, wie viele Menschen hier wirklich die gleichen Interessen haben. Und dieses Zusammenfinden spielt eine große Rolle. Wir tun jetzt wirklich sehr viel Gutes in den nächsten 18 Monaten für unsere Welt, wenn wir jetzt anfangen, uns auch mit den ganz explizit mit den Bedürfnissen unseres Volkes zu befassen und diese in den Fokus zu stellen. Auf persönlicher Ebene hat es bei dem Krebsmondknoten eben darum zu tun, da seinem eigenen Herzenswünschen zu folgen, tiefer in seinen Gefühlen zu Rechnung zu tragen. Es geht hier um Beziehungen, es geht um Bindungen zur Familie, zu Partnern, natürlich besonders auch zu Kindern und den Verwandten und im größeren Rahmen auch zu seiner Wahlverwandtschaft
und zu seinem Wohnort, in dem man lebt, und natürlich auch zu seinem Land, in dem man lebt. Und wir lernen hier mehr, uns in die Situation unserer Mitmenschen einzufühlen und diese zu verstehen. Das stärkt in einem größeren Rahmen auch diese Verbundenheit miteinander. Denn wir hören ja oft da, dass man sagt, ja, wir sind alle miteinander verbunden, wir schwimmen alle in einem Boot, so nach dem Motto. Es ist tatsächlich so, ja, an dieser Stelle spürt man, dass diese große Verbundenheit tatsächlich existiert. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, in den nächsten anderthalb Jahren, also bis zum Juni 2020, uns mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und dafür wünsche ich uns natürlich allen ein sehr, sehr gutes Gelingen, mit viel Herzlichkeit und Freude im gemeinsamen Miteinander diesen wunderbaren Bereich uns zu eröffnen und eine Nähe aufzubauen, die uns in vielerlei Hinsicht mehr zueinander bringt. Und an der Stelle möchte ich mich jetzt erstmal wieder von euch verabschieden. Ihr habt natürlich immer die Möglichkeit, eure persönlichen Horoskope bei mir per Telefon, per E-Mail oder auf meiner Webseite beantragen zu können, einfach anfordern. Auf der linken Seite, auf meiner Webseite sind immer meine Kontaktdaten zu finden oder auf der rechten Seite ist auch mein Rückrufservice. Meldet euch einfach und dann können wir miteinander in Kontakt treten. Denn es wird sicherlich einige auch selbst betreffen, denn diejenigen, die selbst den Mondknoten im Krebs haben, werden jetzt natürlich ganz besonders angesprochen sein. Seid erstmal bis jetzt ganz herzlich von mir gegrüßt. Alles Liebe. Bis zum nächsten Wochenhoroskop. Tschüss, macht's gut von mir, Bärbel Roy, eure Astrologin.